In diesem Video zeige ich dir, wie es nun wirklich ist mit dem Lag oder zu Deutsch mit dem Winkelhalten im Abschwung. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das erste Mal hier bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du eventuell meinen Kanal abonnieren würdest. So, was ist überhaupt Lag und wie sieht er aus? Wenn wir von Lag sprechen, dann sprechen wir normalerweise von dem Winkel zwischen Unterarm und von dem Schaft des Schlägers, der circa einen 90 Grad Winkel erzeugt. Weil das viele Tour-Professionals scheinbar in Golfschuhen machen, ist das etwas, was Amateurgolfer jahrelang jagen und versuchen zu machen. Meistens versuchen sie das auf eine komplett falsche Art und Weise. Und zwar, sie versuchen, wenn sie am Ende des Aufschwungs sind, den Schläger direkt zum Ball zu ziehen. Und was dann passiert ist, dass dann gerade dann der Schläger hinausgeht. Also ich zeige es dir mal ganz kurz vor. Sie zieht direkt zum Ball hinunter die Hände und der Schlägerkopf geht selbstständig hinaus. Der Grund dafür ist es, weil das einfach die falsche Methode ist, es zu machen. Also, wie machen wir das jetzt richtig, die ganze Sache? Die Besten der Welt machen Folgendes. Wenn Sie am obersten Punkt des Schwunges sind, bewegen Sie den Griff ein klein wenig in diese Richtung, das heißt weg vom Ziel, ein bisschen hinunter und weg vom Ziel. Das hier machen Sie. Das heißt, der Radius wird ein bisschen größer und dadurch bleibt automatisch der Schlägerkopf innerhalb der Hände und man erzeugt diesen Lag. Noch einmal, würde man so wie Amateurgolfer die Hände jetzt direkt zum Ball ziehen, kann man tun, was man will, der Schlägerkopf wird sofort draußen sein. Zieht man das Griffende ein klein wenig Richtung weg vom Ziel, bekommt man gratis Lag geschenkt und damit wäre auch dieses Problem gelöst. Nur leider ist es damit noch nicht getan. Wenn du bereits die Videos über den Handgelenkseinsatz beim Golf von mir gesehen hast, hier oben findest du übrigens eine Infokarte, da kannst du noch einmal so ein Video ansehen, dann weißt du bereits, dass wenn man ein Lag erzeugt, sprich den Winkel hier enger wird, dass auch das Handgelenk beginnt dorsal zu beugen, also nach hinten zu beugen. Das bedeutet, während man diese Bewegung macht, muss man auch gefühlt in diese Richtung beugen, das heißt Richtung Palmar. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben bin und jetzt bewege ich das Griffende mehr Richtung Kamera, muss ich auch versuchen, gleichzeitig diese Bewegung zu machen, denn würde ich das nicht machen, würde das Handgelenk in diese Richtung kollabieren und die Schlagfläche würde aufgehen. So, nachdem du jetzt den Schläger weg vom Ziel bewegt hast und jetzt einen tollen Lag erzeugt hast, hast du noch nicht gewonnen. Du bist noch nicht automatisch länger. Du musst jetzt noch etwas machen. Und zwar, wenn du diesen Lag jetzt hier halten würdest, siehst du, dass ich gar nicht zum Boden runterkomme mit dem Schläger. Das heißt, ich muss in irgendeiner Phase beginnen, den Schläger wieder zu anlegen. Das heißt, ich muss den Winkel hier wieder beginnen aufzulösen. Und das beginnt viel, viel früher, als du glaubst. Das heißt, wenn ich hier oben bin, den Schläger bewege von mir, also vom Ziel wegbewege, beginne ich jetzt schon mit dem Auflösen des Handgelenks, dass es sich ausgeht, dass ich im Treffmoment den Schaft in diese Position bekomme. Nur dann kann ich die Energie freilassen und Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen. Das heißt, noch einmal, wenn du hier oben bist, versuchst du das Griffende ein kleines Stück weg vom Ziel zu bewegen. Dann beginnst du eigentlich schon fast, wenn der linke Arm parallel zum Boden ist oder kurz nach parallel ist, schon mit dem Entwinkeln, damit es sich ausgeht, dass du im Treffmoment den Schläger in einer guten, kräftigen Position hast. Würdest du den Winkel ewig halten, dann würdest du entweder ganz spät erst den Boden treffen oder den Boden überhaupt nicht erwischen. Damit du den ganzen Ablauf besser verstehst und eventuell auch fühlen kannst, bitte ich dich nun, folgende Übung zu machen. Lege den Schläger auf die Schulter,
Halt ihn jetzt nicht wie einen Golfschläger, sondern wie eine Blockflöte, als ob du Blockflöte spielen möchtest. Jetzt schwing auf und jetzt versuche ein paar Mal das Gefühl zu haben, dass du hier in diese Richtung ziehst, während du den linken Fußballen drückst. Okay? Also hier, ich drücke den linken Fußballen und ziehe den Schläger ein bisschen in diese Richtung und dann lasse ich ihn kommen. Und damit ich das habe, nehme ich den Schläger mal leicht in die Hand, mache dasselbe noch einmal und dann nehme ich den Schläger mit dem normalen Griffdruck und mach's wieder. So bekommst du wieder Zeit, ein gutes Gefühl für den Ablauf des Lags und des sogenannten Unlaggings, des Entwinkelns. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen darüber, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und hier unten hätte ich noch zwei Videos, die dir auch gut gefallen könnten. Und falls du meinen Kanal abonnieren willst, kannst du das da drüben machen. Also, bis bald.